Und damit willkommen zurück bei Chernobyl Liquidators. Wir sind jetzt hier in der Stadt und müssen hier sauber machen. Bin mal gespannt, wie das jetzt hier wird. Der Reaktor war ja schon mal ziemlich übel. Sieht irgendwie geil aus von der Grafik. Okay, das ist das Tor hier. Guten Tag. Look who has graced us with their presence. What took you so long? Well, then, the driver is not from here. He messed up the quarters. What the hell? Doesn't he have a map? He said they didn't give it to him. The devil knows. Maybe he traded it for vodka. This chaos will kill us. Surely. Comrade Lieutenant isn't cursing the Soviet authority? Don't be a fool, Seryozha. You better get to work. All right. What do we have on the agenda today? Got to do the buildings around the main yard. The usual, cleaning, ozonation, you know the drill. Sure. Where should I start? Start cleaning up the department store. Once you're done, radio me. All right. Oh, and one more thing. When around the guys, address me formally. You know how it goes. Buddies will be buddies, but appearances. Yes, sir, Comrade Lieutenant. Kaufhaus aber machen. Okay. Krass. Um die Bürste zu benutzen, rüste sie in ein Zahnfell aus. Okay. Sind wir jetzt im Cleaning Simulator? Bürste. Sprinkler und Dosimeter finde ich jetzt auch mal nicht doof. Mal Dosimeter ausprobieren. Ja, okay, also es strahlt hier mal überall. Ah, the equipment keeps breaking down. Okay. Warte, das ist halt wirklich so die Farbe damals. Ich bin halt wirklich kein Experte. Noch mehr. Ja, es strahlt. So, wie, ach, da hat's eine Tür. Da hinten ist es wirklich extrem. Okay. Ja, mittlerweile kann man ja Tool in die Stadt reinmachen. Level ist ja einigermaßen niedrig, aber es hat immer noch so Hotspots. Ich weiß nicht, ob ich das tun würde. Und vor allem die Leute, was bei dem Sarg hier arbeiten müssen, damit der nicht zusammenfällt hier. Und das mitnehmen. Schaut so aus, Strahlung. Ich glaube, ich nehme mal Jod. Auf die 5. Schadet bestimmt nicht. Jetzt? Dadurch? Mit der ganzen Ausrüstung? Okay, da wird es noch weitergehen. Bestimmt nicht der Fallout schuld, dass die Toilette so aussieht. Okay. Da ist... Hm.
den Sprengler zu benutzen, rüst den. Ja, das. Okay. Achso, das ist dann 4. Mach ich das richtig? Okay, ich glaube, es ist weg. Gut. Kann ich Zeugs mitnehmen? Nee. So, den Raum, an dem das Geräusch ist. Also doch wieder nach da hinten. Was für ein schräges Kaufhaus. Gar nichts? Hier habe ich nichts übersehen. Hier mal ein zweiter. Guten Tag. Oh shit. Oh mein Gott. Musik. Ah, oh, das gibt bestimmt wieder einen Strike. Was haben die hier gemacht? Okay. Einmal bitte schrubben. Ne, der andere bitte. Okay. Da hinten noch. Wo haben wir jetzt alles? Verlasse das Kaufhaus und dich mit dem Leutnant. Alles. Serioja, oh my god, is that really you? As you can see. When was the last time we saw each other? Last time? This will be after your graduation in Kiev. We were sipping champagne by the river. The next day, you left for Moscow. I remember it's been about 10 years. More, probably 12. My son is turning 10 this year. Yeah, right. I heard you hitched not long after we broke up. There was no point in waiting, you know. I wanted to settle down, find a flat, have kids. I met Oksana at work. We got engaged and it just worked out like that. You have to introduce me someday. Oksana died a few years back. Oh, I'm sorry. My apologies for bringing it up. You have nothing to apologize for. What are you doing here anyway? I'm a member of the commission tasked with figuring out the cause of the disaster. Did the party committee agree to set up a commission? That's their idea. They turned to academician Legasov to assemble a team of specialists to unravel the cause of the accident at the power plant. I never thought I'd see the day when the head secretary would care about revealing the truth. I wouldn't go that far. The commission should make the best of Bad Bergen. And yeah, we are tied up by the KGB. Yeah, right. All it takes is for Gorbachev to flash a smile on TV and the rest can be swept under the rug. Seryozha! Buddy!
smashing clappers? I'm waiting in front of the restaurant. Excuse me, Nadia. Duties are calling. Obviously, I gotta go too. We're having meeting in the White House. We'll meet up later, yeah? As soon as I get a moment, I'll try to find you. Ask about Lieutenant Boyko's platoon. Sure, great to see you again. Catch you later. Wenn du den Unfall untersuchen sollst, was machst du denn hier? Das einzige Unlogische an dem Ganzen. Oh, da mache ich mal ein Foto. Jetzt ist er da unten. Okay. Für dich alles gut? Nimm das mal mit. Geht's nur uns? Uns geht's eigentlich ganz gut. Okay. Oder davon, ja? Gut. Wie komme ich da hin? Ich würde mal sagen, einfach da runter. Mal hier am Sauer machen. Moin. Kann ich da einfach drüber? Nee. Im Ernst jetzt? Och nö. Dann laufe ich halt wieder retour. Ach man, halt mal doch so. Was war das? Achso, wegen der Ausdauer. Okay. Also wie das aussieht, dürfen wir in das Gebäude hier auch nochmal rein. Ich hoffe, wir kommen nochmal irgendwie zum Reaktor zurück. Was zum... Okay. I'm waiting for you again. I'm sorry. I bumped into an old acquaintance. What the hell are you babbling about, Seryoja? What acquaintance? They've evacuated the whole zone. Oh, habe ich mir das vielleicht eingebildet? Long story. We'll chat in the evening. All right, get to work. We've got to clean up the restaurant. Once you're done, we'll meet out back. Right away, Comrade Lieutenant. And don't goof off. Better bring a decent booze if you find one. They probably don't drink any random old crap in a restaurant like this. Okay. Also, Alkohol noch mitnehmen. Was machst du da oben? Also fühlt sich gerade echt ein bisschen an wie der Powerwash-Simulator, nur dass hier halt viel ernster ist. Okay, gut. Gut. Moin. After receiving 25 Rentgens, they were supposed to dismiss us from duty. And what? Bullshit. Moment, da war was. Nice. Ist nicht guter Alkohol hier? After receiving 25 Rentgens, they were supposed to dismiss us from duty. And what? Bullshit. Ja, wäre jetzt nicht so... Ja, wobei... Ist eigentlich gar nicht immer so ungeil, hier so zu kochen mit einem netten Ausblick. Oh. Komm, geh weg. Hallo? Arsch. Oh geil, ich muss auch noch pumpen. Okay. Okay, ich glaube, das war's. Mitnehmen, mitnehmen. Was haben wir hier? Nichts.
Vorratsraum hier. Zweck? Ja. Und alles kannst du hier wegschmeißen, weil alles richtig schön strahlt. Was zum Thema Strahlen? Sieht es eigentlich aus? Ja. Sollte ich vielleicht erst gar nicht anmachen. Hallo? Nee, das andere Tool bitte. Schwitzding. Ich bin mir gar nicht sicher, als da der Reaktoren hochgegangen sind, haben die da die anderen eigentlich abgeschalten oder sind die weitergelaufen? Na klar, also abschalten ist relativ. So wirklich runterfahren kannst du es ja nicht. Zumindest nicht auf die Schnelle. Da ist zu. Sackgasse? Ja, gut. Sackgasse. Ja, die Tür haben wir noch nicht ausprobiert. Okay, Kühlraum. Das macht die Gesundheit. Da geht es uns gut. Aber wir haben so einen Haufen Zeugs jetzt schon mitgenommen. Haben wir wirklich gebraucht, haben wir es bis jetzt noch nicht. After receiving 25 Rentgens, they were supposed to dismiss us from duty. And what? Shit. Oh shit. Okay, wir müssen wieder pumpen. Ja, weg hier. Ist weg? Aber ja. Okay, und das hier noch. Ja, ohne der Taschenlampe sieht man es ein bisschen besser. Das nehmen wir auch mit. Oh yeah, noch mehr. Ja, und wieder pumpen. Was haben wir hier? Da geht's. Nirgendwo hin. Nirgendwo hin. Machen wir hier rein. Die nächsten Wolken. Gut. Perfekt. Wo jetzt noch? Wir könnten schauen, ob da hinten noch eine Tür ist. War da was? Die Leute schreiben, dass das Kraftwerk in Tschernobyl in einem wahrhaft sklavischen Tempo gebaut wurde. Es wurde nach sowjetischer Art gebaut. Die Japaner haben solche Anlagen in 12 Jahren in Betrieb genommen. Bei uns dauert es nur 2 bis 3 Jahre. Die Qualität und die Sicherheit dieser spezialisierten Anlage ist nicht besser als die einer Farm, einer Hühnerfarm. Wenn uns ein Rohstoff fehlte, ignorierten sie den Entwurf und ersetzten ihn durch das, was sie gerade zur Hand hatten. So wurde das Dach der Maschinenhalle mit Bitumen bedeckt. Jetzt löschten die Feuerwehrleute dieses Dach und wer leitete das Atomkraftwerk? Es gab keinen einzigen Atomphysiker unter den leitenden Angestellten. Es gab Stromingenieure, Turbinenspezialisten, politische Agenten, aber keine Experten. Nicht ein einziger Physiker. Direktor des Kernenergieinstituts, Vasili Borisovich Nestorenko. Stimmt das?
Wenn, dann wäre das jetzt schon ziemlich heftig. Guck mal, sind wir jetzt hier fertig? Oder gibt es da noch was? Wir sind fertig. Glaube ich. Was meinst du? Ne, wir sind nicht fertig. Was fehlt? Also der ganze Boden ist sauber. Da geht's nicht rein. Was sagt mir nicht? Ich muss jetzt noch irgendwo die Alkoholflasche da finden. Ich geh nochmal kurz hier rein. Nö, Dead End hier. After receiving 25 friend guests, they were supposed to dismiss us from duty. And what? Ja, das hast du schon ein, zwei Mal erwähnt. Hier raus? Oh, ich kann hier raus. Today. I don't know. Probably what the surgeon told us to do. But why? Oh, aber ich glaube, das bringt mir nicht so viel, dass ich hier raus kann. Not obvious. He certainly doesn't like us. Hm. Ja, okay. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Jetzt bin ich auch keine Wolke oder sowas in der Art. Hier, sag mir, was du willst. Oh. Noch mehr Alkohol. Na, ist die Tür vor der Bar. Oh, was haben wir hier? Nichts. Okay. Journal, Aufgaben, primäre Aufgaben. Finde Wodka im Restaurant, tatsächlich. 2 von 3. Aber ich habe doch schon so viel Alkohol. Wodka, wo bist du? Es nimmt so ein bisschen den Ernst von der ganzen Sache. Gut, kein Wodka. Da drin wird ja keiner gewesen sein, oder? Ah doch. Bring dir einen Wodka. Wow, bist du schnell. Okay. Finally, you're here, Sergeant Buryatov. How's it going? Did you find anything? Clear as day, Comrade Lieutenant. 5-star brandy. Do you like it? What's not to like? All right, boys, let's raise a toast to the best chemical defense guard platoon. Drink, Buryatov. And now, would you mind a couple of words in private, Sergeant? I've got some talking to do with you. What's up? A delicate matter. Some political officer is taking interest in us. What could he possibly want from us? Apparently, the KGB is looking for trustworthy folks among the liquidators. As if we needed the security service here. As if we didn't have enough work already. Listen, I'm sending the boys out to clean up the yard. You go clean the pool. In the meantime, I'll check out what they really want. All right. In case you need me, I'm on the radio. Sure. As soon as I find out something, I'll let you know.
Was will der Geheimdienst von den Liquidatoren, die hier alles sauber machen? Aber ja, Schwimmbad sauber machen. Alle guten Dinge sind drei. Yay, noch mehr von dem Zeug. Also ich werde da mal recherchieren und schauen, ob die Gebäude, die sich hier so zeigen, tatsächlich in echt so ausgesehen haben. Also jetzt so rein vom Aufbau her. Okay, mal wieder pumpen. Oh, geh weg. Perfekt. Ah, moin. Tun Sie mir da ein bisschen unter die Arme greifen. Oh, mitnehmen. Okay, kein Eingang. Ist hier auch nicht. Ja, wie jetzt? Nicht helfen. Das ist ein ganzes Schwimmbad. Okay. Interessant, das Schwimmbad. Moment, da ist alles zu. I'm sure they don't tell us everything. Ach, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es so ist, ja. Oh, okay. Na, kriegen wir beide? Ja, so einigermaßen. Ah, Schwimmbad. Sieht eigentlich ganz schick aus. So, nochmal kurz pumpen. Okay. Oh, holy shit. Hier geht's ja ab mit den Wolken. Hey, noch mehr. Gleich zwei. Kriege ich beide? Ja, beide zittern. Na komm. Yes. Ich hab's mir ja schon ein bisschen spannender vorgestellt. Also nach dem Auftakt. Schön sauber. Oh, mal sauber machen hier. Alter, wie verschachtelt willst du es haben? Ja. Einfach mal nur so für Funsies. Ich stelle mal ganz kurz speichern. Für den Fall, dass es schief geht. Nein! Und sich bei die Wand. Verdammt. Und hier oben? Auch. Ah, schade. Und so? Schade, 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 schade. Aber es wäre witzig gewesen. Gut, wie komme ich da hoch?
Haben wir hier noch? Ladies Room. Okay. Alles dicht hier. Bringt mir aber schon mal nichts. Ich glaube, da sind wir hergekommen von da. Moin. Natürlich Wodka. Naja, hier geht's nicht weiter. Was übersehe ich? Welche Tür? Das ist auch wieder das hier. Sag mal, könnt ihr nicht mal offen bleiben hier? Komm ich da hoch? Das bringt mir ja offensichtlich nichts. Ah, Moment mal. Was ist mit dem einen Treppenhaus? Ja. Manchmal muss man einfach nur ein bisschen einfach denken. Gut, wir sind da oben. Okay. Das ist interessant, das hier so abzuschließen, aber okay. Wasser ablassen. Okay. Sind jetzt im Ernst. Ja gut, I guess, Wasser ist natürlich dann auch radioaktiv und hinterlässt da entsprechend was. Was macht die Gesundheit? Da geht's eigentlich wunderbar. Ach, da kann ich wiederum drüber, aber das andere nicht. So, und das wären dann eigentlich die letzten. Und dann haben wir hoffentlich die Infos vom KGB. Was ist jetzt? Verlass er das Gebäude. Okay. Also doch ein Haupteingang? Vermutbar. Ja, wir müssen nach da hinten. Also. So, in Rekordzeiten. Ganzes Schwimmbad bzw. Sportzentrum sauber gemacht. Was habt ihr so gemacht? What do we have to do today? I don't know. Probably what the surgeon told us to do. Ja, dann mach's mal sauber. Mach hier alles alleine. Is it not obvious? He certainly doesn't like us. Moin. So how is things? Did you find out something? Yeah. But you're not going to be happy. Warum? What do you mean? The KGB wanted to delegate someone for their tasks. Someone they could trust. It had to be you. Have you lost your fucking mind? Why? Maybe I should have sent one of those freshmen. If they'd just seen a KGB officer, they'd have cracked their pants straight away. Sure. Better send them a buddy. I trust you. Anyway, it will probably turn out well for you. You know, the security service is all what is needed to repay for your cooperation. I didn't ask for this. You did or not. The die is cast. You're set to meet some major at the community center. This is an order. Shove such orders up your ass. I'll do it because we're buddies. But don't pull a stunt like that on me next time. Ah, thanks, Seryozha. And one more thing.
Don't screw this up. Ja, was genau wollen sie jetzt von uns? Wo ist der Typ? Ach, da hinten. Ah, oder müssen wir da irgendwie was super Gefährliches machen? Aber bitte nicht nochmal irgendwas sauer machen. Das Gebäude rein? Guten Tag. Überhaupt nicht sus. Sergeant Buryatov, I presume? That's right, Comrade Major. I see you're not thrilled with the new assignment. It's even better. We won't have to pretend. I don't get it, Comrade Major. Don't give me any crap here, Buryatov. We know full well you're not keen on chatting with me, and I want to sort this out quickly, right? Yes, Comrade Major. Well, I'm glad we're on the same page. And now, let's get down to business. Are you an engineer, Buryatov, correct? You know your way around computers. Yes, Comrade Major. I mean, I'm an engineer, but the kind that deals with chemical synthesis and analysis. But you know how to handle a computer. I do, Comrade Major. That's enough for me. You have to find the director's office and delete some content from the computer. Yeah, okay. Comrade Major. Why does it bother you, Buryatov? Don't you want to know a bit too much? I need to know what I should remove, Comrade Major. Just delete the whole data folder and don't even try to read it, Buryatov. Got it? Yes, Comrade Major. Remember, we can do a lot. Oh, by the way, you got a family. Ich sag die Wahrheit. Parents are taking care of your son now. Raising a kid alone isn't a walk in the park, huh? Well, not really. Yes, yes. Why are you staring like that? We not only can do a lot, but we also know a lot. Our questions don't always stem from lack of knowledge. Ich hab dir schon mitgekriegt, was du da abziehen müsst. Finally, now you're talking. If you perform well, there will be a reward. And now, it's time to sign off. Sergeant Buryatov is signing off for duty, Comrade Major. All right, get out. Okay, und der Rechner ist jetzt in diesem Gebäude, oder? Oben. Oh, sieht aber schön aus. Finde einen alternativen Weg. Ach so. Also nach da hinten. Okay. Der Marker. Okay. Nach draußen also. What the? Und wo? Ach, hier in der Fahrt, das war nicht. Da mal nicht lang, immer da lang. Da kannst du mit dem Computer umgehen. Gut, vielleicht für die damalige Zeit eine berechtigte Frage. Jo, alles mitnehmen. Jo, mitnehmen. Also ich habe schon vieles gesehen, aber was zum... Ah, okay. Das ist jetzt nicht ganz so mein Fachgebiet. Also eigentlich schon, aber nicht von der Zeitära. Warum ist der Marker jetzt da hinten? Oder da drin, besser gesagt. Ach so. Weil Strom. Kannst du das mal wieder weglegen? Nur mal, es ist Zeit, in der Runde zu drehen und in Kisten zu arbeiten. Okay. Da steht effektiv das gleiche drauf. Finde den Hauptschalter und schalte den Strom ein. Ne, sag mir jetzt nicht, dass ich wieder da außen rumgehe. Ah. Na, wie so was aussieht.
Ich muss mal wieder sauer machen. Ich glaube, wenn ich da einfach nur so durchgehe, dann wäre das nicht so gut für die Gesundheit. Komm, geh weg. Auch dicht. Das sind die letzten beiden. Ja, wie der Pumpmann gesagt. Gut. That's it. Finally. Wieso hat man den Strom überhaupt ausgemacht? Und warum ist da... Warum frage ich ihn, warum der Wodka drin ist? Alles zu. Okay, zurück ins Office. Aber bitte, dass das nicht so ein Arschrätsel sein. Okay, ja und jetzt? Ah, hier. Oh. Ich bin in der richtigen Reihenfolge. Disk-Ordner-Befehl. Finde die richtige Scheibe. Hä? Nochmal Operation. Ungültiger von Disk-Ordner-Befehl. Montierte Scheiben gefundener Ordner. C-Data. Warte mal, jetzt nochmal. Ich kann ja nicht wirklich was reinschreiben. Also, was machen wir denn noch? Approval. Warte mal. Ist es das? C plus? Ach, oder. Hm. Haben wir jetzt irgendwo Data? C Data. Haben wir dir? C Data. Ich hätte ein Leerzeichen braucht so. Lauter C-Data. Also machen wir das Ganze nochmal. Es ist ziemlich schräg. C-Data. Finde den richtigen Befehl. Disk-Ordner. Ich brauche ein Leerzeichen. Wie kann ich hier ein Leerzeichen machen? Verteilen die den Direktor des Kameras auf Belasten, ja. Na gut, also dann muss halt löschen. Oder wir schauen mal bei D rein. So, D. Data. Wo ist Data hier? Hallo, Data? Gibt's doch nicht. Seht ihr jetzt mein Data nicht an? Kalf, Dati, Dell.
Da schauen wir gerade Data dich an. Was ist, wenn ich Dell mache? Ungültig. Ja, gut. Also, nochmal von Anfang. Tun wir mal zuerst C löschen. Das ist am intelligentesten. Also. C Data. Und dann, wo ist Delphi the Leech? Find. Wo ist Dell? Ach da. Drücke Enter, um zu starten. Data wurde gelöscht. Okay, dann machen wir das noch mit die. So. Kann ich einfach sagen, die und löschen. Jetzt habe ich wieder das Data nicht. Data. Detail Approval, Deputy, Deal Down. Das gibt's doch nicht. Warum kann ich nicht einfach Detail machen? Ungültiger Vorgang. Oder reicht es, wenn es nur bei C gemacht hat? Ich glaube, das reicht. Berichte über deinen. Was war noch mit C? Okay. Ja, dann. Ach so, ja. Wir müssen ja natürlich über das Fenster gehen. Wir können ja seine Zeugs ja nicht wegschieben. Das war jetzt so super special. Dass er noch eine Drohung gebraucht hat. Ja gut. Moin. So, how's things, Buriato? Ich glaube, wenn sie nicht, dass sie die Daten überprüft haben, geben sie zu, dass sie die Daten überprüft haben. Great, Sergeant. Though I admit, I didn't expect a different answer. Do you still need me, Comrade Major, or can I sign off to my duties? Good you're asking, Buriato. Turns out there's something you could do. I'm all ears, Comrade Major. There's a certain film reel in the local office. You got to find it and destroy it. I understand. Oh, really? Where to look for this tape, Comrade Major? Start off at the chief's office. You should find the archive records there. Is that all, Comrade Major? Almost. I heard your son applied to the cadet school. There's a lot of applicants this year. But if you play your cards right, you'll have a spot guaranteed. Thank you, Comrade Major. Alter, immer das Unterschwellige. Get to work. Wait. If you need to get in touch with me, do it on an encrypted frequency. Yes, Comrade Major. Oder ich besuche dich hier einfach. Wo ist das? Ach, das ist irgendwo da hinten. Okay. Also, ich weiß nicht, jetzt langsam nimmt es ein bisschen die Spannung ab. Also, ich würde gerne irgendwie im Reaktor wieder was machen, aber so wird es ein bisschen flach. Aber ihr dürft mal gerne eure Meinung in den Kommentaren reinschreiben, was ihr davon hält. Also Episode 1 finde ich bis jetzt noch am besten. Das ist halt Powerwashing Simulator in Ernst und ja, ein bisschen monoton halt. Ich hoffe, die nächste Episode wird besser. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.